So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Far Cry Primal. So, das erste, was wir machen, ist mit der Sammlerin nochmal reden. So, ich habe jetzt auch das Ding neu gestartet und es kommt gleich eine Cutscene. Na, dann wünsche ich euch gleich mal viel Spaß damit. Udam, Palhu Winja Huguana, Cha Chaus Tanhi Tushidaha Akista Tanhi Nakwaida Shanchir Aish Tanhi Tushi Shanchi. Aish Ulguanda. Sa Damshuwana. Guanam Sharufadas Sidamsha Shlaka. Ma Muwaida Kwati Sharufadas Shanchi. Daru Balya. Laiwabi. Udam Dijamso. Uti Shausi Shwada. Nasam. Okay. So, Mission. Neu. Gut. Allerdings wird das jetzt nur ein Kurzbad von mir. Ich schaue nur ganz rasch, ob das jetzt alles wieder funktioniert. Nämlich im letzten Part bin ich ja umgegangen. Und wir haben ja keine Tiere gesehen. Warum auch immer. So, dann schauen wir mal. Ich werde jetzt nur mal einen Außenposten oder irgend sowas einnehmen. Was anderes, ja, will ich jetzt auch ehrlich gesagt noch gar nicht machen. Irgendwas, was in der Nähe ist, zum Beispiel. Das da. Auch wenn es schwer ist, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Ah, den Säbelzahntiger wollte ich auch probieren, ob ich den noch krieg. So, wo war denn der? Da ist einer. Ah, Moment. Unbekannter Ort. Tasche, Belohnung, kleine Menge verschiedener Rohstoffe und Gegenstände. Wegpunkt. Ich habe keine Ahnung. Urki, der Denker, erkundet die abgelegene Höhle. Achso, da kommt noch einer dazu. Okay, okay. Aber zuerst probieren wir mal, ob wir den Säbelzahntiger da jetzt da kriegen. Und wir kriegen einen neuen Charakter dazu. Das ist leiwand. Aber das machen wir erst später. Wie gesagt, ich muss dann leider Gottes in die Arbeit. Ich will es nur mal kurz antesten, ob das eh funktioniert. Ob da jetzt wieder Tiere sind oder nicht. Aber bis jetzt schaut es nicht gut aus. So, wir gehen. Moment. Da rechts rauf, geht das? Ja, da gibt es eine Liliane. Eine Liliane. Und ein Vija-Ereignis ist auch da. Avenia-Ereignis. Vija, wie komme ich auf Vija? Beweg dich. Da oben ist es. Muss ich jetzt nur wissen, wie ich darauf komme. Ich aktiviere mal den Jägerblick, damit das alles da... Ah, jetzt. Seht ihr es? Jetzt. Jetzt sind wieder Tiere da. Was ist das? Kein Säbelzahntiger. So. Das passt schon. Auf den Venia pfeifen wir einfach. Wir brauchen einen Säbelzahntiger. Ich möchte wissen, ob ich den zähmen kann. Vielleicht kommen die auch nur bei Nacht raus. Ich habe keine Ahnung.
So, auf ich mit dir da. Aber es sind jetzt wenigstens wieder mal Tiere da. Das ist schon mal gut. Ist jetzt nur die Frage, ob ich natürlich da einen Säbelzahntiger auf Anhieb finde. Das ist natürlich die größere Frage hier. Aber schaut, wenigstens die Viecher sind wenigstens wieder da. Da vorne. Ist das ein Jaguar, okay? Wo war denn der jetzt? Wo ist denn der Jaguar? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte aber trotzdem gerne den See. Bin ich nicht im richtigen Gebiet? Moment. Alter. Da ist ein Wolf anzeigt. Mammut. Da ist er. Ich bin im falschen Gebiet, oder was? Um Gottes Willen. Eigentlich sollte ich den Part neu starten, oder? So. Ja gut, ist jetzt auch nicht so weit weg. Ich bin schon längeres gelaufen hier. Tut mir leid, wenn ich da jetzt da so viel herauszöge, aber man sieht wenigstens was von der Story. Auch wenn ich da jetzt da Sachen probiere, die könnte ich eigentlich auch alleine probieren, aber es ist sicherlich auch für jemanden interessant, der das es dann weiß, wenn er, ja, wenn er mal meine Parts sehen würde. Da ist er. Moment. Ja. Es funktioniert. Also wenn ihr ihn das erste Mal, das erste Mal verliert, dann könnt ihr ihn ganz normal zähmen. Das heißt, ihr braucht nichts machen. So, jetzt streicheln wir mal ihn. Brave Katze. Naja. Okay, gut zu wissen. Hui. Gut. So, wir machen jetzt noch, keine Ahnung, machen wir noch irgendwas. Irgendwas einnehmen würde ich gerne noch. Da oben zum Beispiel. Leuchtfeuer, warum nicht? Da können wir dann auch eine Schnellreise hinmachen. Auf dem Berg ist es sicherlich nicht schlecht. Nämlich, da müssen wir sicher irgendwann einmal aufgehen. Wie gesagt, es wird nur ein Kurzbad, vielleicht 15 Minuten oder sowas. Also nach dem Leuchtfeuer höre ich dann gleich auf. Und der Part wird wahrscheinlich heißen, es funktioniert! Na, ich freue mich wirklich. Gott sei Dank. Ich habe mir schon gedacht, dass ich die Katze dann nicht mehr kriege. Und dass ich dann eine neue Quest machen muss oder sowas, damit ich den wieder kriege. Die Säbelzahn-Tiger-Katze. Katze. Miau, miau. So, komm jetzt. Turbo. Auf zum Leuchtfeuer da. Alter, Vater. Schaut, sitz. Und das sind diese Kleinigkeiten, wo ich dann immer sterbe. Wirklich, das ist so unnötig. Man will sich irgendwo hinbewegen und dann bleibt man irgendwo stecken und das Viech greift dann nochmal an und schlagt dann einmal noch hin und zack, bumm, du bist tot. Du kannst aber nirgendwo ausweichen. Es ist so schlimm gemacht. So, Katze. Was macht er? Alter. Jojo, ich lass die eh in Ruhe, um Gottes Willen. Oh, ein Mammut? Geht schon, Attacke. Wenn das wer schafft, dann bist das du, oder? Na, ich bleib lieber mal im Hintergrund. Scheiße. Ah!
So, schnapp ihn dir. Fuck, 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 fuck! Komm, lauf! Scheiße! Bin ich jetzt da? Da? Nein, noch nicht? Na, jetzt bin ich tot! Ah, verdammt! Ja, ich wollt's probieren. Ich wollt's probieren. Ich hätte mir gedacht, dass das mit dem Säbelzahntiger geht. Ich hätte mir gedacht, dass das geht, dass der halt weitaus mehr Schaden macht gegen das Mammut. Und ich hätte halt die zwei Fälle hätte ich halt gerne gehabt. Aber was soll's? So, kann ich den jetzt einfach so wiederbeleben? Das ist jetzt auch eine gute Frage. Jo, jo, ich kann. Leihwand. Leihwand. Gut, es funktioniert. Es funktioniert. Aber wir probieren... Oh, da ist ein kleiner. Schnapp ihn dir. Komm, 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 wo ist meine Katze? Tushi. Da ist noch ein kleiner. Geht schon, Attacke. Ah, die Kleinen, die gehen. Schaut, die Kleinen gehen. Die Großen nicht. So, alles cool. Ich laufe ganz schnell hin. Da, komm, 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 heute hin. Du sollst ihn häuten. Zack, zack. Und wiederbeleben. Nein, lauf. Und komm zu mir. Lass das Viech Viech sein. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. Leiwand. Hui. Komm, 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 komm mit. Wir gehen jetzt zum Leuchtfeuer. Leiwand. Coole Sache, Alter. Also geht's auf die Babys los. Das geht. Den kann der Säbelzahntiger schneller zerfleischen als ein großes. Du bleibst bei mir. Achso, da hinten ist ein Venya-Ereignis. Ja gut, dann machen wir das halt auch. Ich hoffe, dass ich dann da wieder raufkomme. Ansonsten scheiße ich auf dich. Oh, ein Jagd. Alter, ich sehe nichts. Ja genau, und das ist das, was ich gemeint habe. Ihr werdet jetzt in die Ecke gedrängt. Ich werde jetzt in die Ecke gedrängt und ja, dann passiert das halt. Drei Jags, die auf mich losgehen und bumm, weg bin ich. Aber mir ist es egal, es ist mir eigentlich ziemlich egal. Dorf. Da, ich kann sie ausbauen. Leihwand. So. Mietze, komm her. Uhara. So ein kleines Stück Fleisch für so ein großes Viech, ha? Na komm mit. Jetzt gehen wir aber zum Leuchtfeuer. Ich lasse mich zu sehr ablenken. Ich habe eh schon sehr viel gemacht. Das passt schon für den Part. Wir haben herausgefunden, dass den Säbelzahntiger schon einfach so aufnehmen kann, also so zähmen kann. Ich habe meine Mammutfelle gekriegt. Und ein Leuchtfeuer wird auch bald mir gehören. Es ist super. Also der Part ist gar nicht einmal so schlecht von mir. Auch wenn es nur ein Kurzpart ist. So, wo ist denn das jetzt? Das ist schon wieder irgendwo am Arsch der Welt. So, komm jetzt. Gib Gas mal da. Du bleibst bei mir, nichts angreifen. Komm her da. So, und da oben ist es. Scheint mir so. So, Eule. Okay, eins, zwei, drei, vier. Gut, hat da irgendwer ein Horn? Der hat ein Horn. Perfekt. So, ab geht's. Paiguan,
Das passt schon. Okay, jetzt haben wir keine Dinger mehr. Moment. Rauf. Zack, 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 zack. Super. So, Katze. Schnapp ihn dir. Ja, du kannst so viel schreien, wie du willst. Mich stört das nicht. So, dann war's das auch da. Super. Super. So, da hast. Das hast du Regel verdient. Super, Katze. Ah, den muss man öfters heilen, okay. So, jetzt streicheln wir ihn noch zum Abschluss. Süße Katze. So, und... Geht schon. Animation bitte. Starten. Jetzt. So, 8 von 16, sehr gut. Die Hälfte haben wir. So, 990 Erfahrungspunkte gekriegt. 3 Bevölkerung, sehr gut. Ja gut, das war's jetzt wieder. Jetzt gehen wir noch zurück. Also, ich will ja ehrlich gesagt gar nicht aufhören. Nur damit ihr es wisst. Ich will ehrlich gesagt gar nicht aufhören. Es ist so leibend, sage ich euch. Es gefällt mir extremst gut. Ich will gar nicht aufhören. Aber ich muss leider. Ich muss leider. Jetzt tun wir noch die Sammlerin aufwerten. Und dann machen wir ein paar Ende. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss für heute auch noch, für mich. Und dann geht's ab in die Arbeit, leider Gottes. Also leider Gottes, ich muss. Ohne Geld könnte ich nicht das machen, was ich hier mache. Und irgendwie müsste man natürlich schauen, dass man das kriegt. So, dann werten wir dich mal auf. So, Belohnung. Nahrungsrezept, volle Gesundheit. Nahrungsrezept, Rezept. Für ultimativer Boost. Okay, du findest jeden Tag seltene Gegenstände in deinem Belohnungslager. Wow, very nice. Very nice. Very nice. Danke. Und 2 Fähigkeitspunkte. Jo, dann machen wir hier Part Ende. Schauen wir nochmal ganz kurz. Ja, schauen wir uns die Fähigkeiten halt nochmal an. Da haben wir noch was. So, erhalte einen Gesundheitsbalken dazu. Das machen wir. Und das war's schon wieder. Das hat genau 6 Punkte gekostet. So, sprinte endlos mit L3, ohne langsamer zu werden. Der Spritgeschwindigkeit wird dauerhaft erhöht. Aha, okay. Teilweise gelagerte Gesundheitsbalken regenerieren sich automatisch viel schneller. Das ist auch nicht so schlecht. Reduziert die Geräusche während des Sprintens und des Gehens massiv. Das ist auch gut. Also die 3 Sachen wären nicht so schlecht, wenn ich die noch hätte. Dafür brauche ich aber Fähigkeitspunkte. Die Eule würde ich auch gern noch aufrüsten, nämlich das mit diesem Angriff. Das ist schon, das macht sich schon sehr bezahlt, muss ich sagen. Ausruhezeit der Eule wird um 65 auf 40 Sekunden verringert. Ja gut, ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich gehe jetzt zu einem Außenposten oder zu einem Lagerfeuer, sagen wir mal mit 5 Gegnern. Mit 5. Und ja, die Eule wird halt nicht attackiert, nämlich die macht halt einen Sturzflug und fliegt halt wieder weg. Dann könnte ich 40 Sekunden lang warten und alles so ausschalten. Ja, das Einzige, was ich halt machen müsste, ist eigentlich nur Cuts. Wäre eine Überlegung wert bei sehr schweren Außenposten oder Leuchtfeuer. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich rede lauter Scheißdreck hier. Wo ist ein Speichern? Gibt's das nicht mehr? Ich habe keine Ahnung. Haben's das rausgenommen aus dem Patch oder was? Ich weiß nicht, wo ich speichern. Na, jetzt ist da. Speichern und beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.